Oha! Da sind wir auch schon bei der nächsten Insel. Also ich greife hier ganz knallhart durch, wie ich befinde. Sägefische. Sägefische leben in dieser Region. Halte Abstand zu ihnen. Sie können hinterhältig sein. Okay. Und die machen ja auch einiges kaputt. Wahnsinn! Die Sägefische können ebenfalls die Kraken besiegen. Nicht einmal Minen können sie verletzen. Ja, wie im richtigen Leben halt auch. So, du darfst jetzt und du auch und du und... Nee, das will ich da oben nicht. Und du darfst, dich befreie ich auch noch zu meiner Güte. So. Oh! Haben wir es auch gerade wieder gesehen, so eine kleine Schildkröte hat einfach mal sowas auf... Ja, boah, der Hammer einfach, diese Freundschaft, beziehungsweise diese Kameradschaftlichkeit. So, und du, das ich jetzt auch noch in dein Kokon und dann, zack. Ja, mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Weiter geht's. Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich mal das angewandt, was wir gelernt haben. Ach. Dämlicher Sägefisch. Ich will da unten noch hin. Nein, das ist unklug jetzt. Aber jetzt. Zack. Oh. Naja, gut. Wir sind ja jetzt gleich draußen. Missionsziel. Hier scheint sich eine Krakenmutter zu befinden. Besiege die Mutterkrake und alle anderen Kraken. Wo ist denn der? Oh, die ist, das ist die Fette. So, ich gehe jetzt erstmal da oben hin und sammle mir so ein paar Freunde ein, ne? Kennt ihr ja alles. Hey, was macht die denn da? Autsch. So war das nicht gedacht. Ja, das war sehr unklug, ich weiß. So. Oha. Das ist jetzt also unser erster richtiger Endboss. So. Oha. Das ist schon ein bisschen eklig, das Spiel, muss ich sagen. Und das soll ab 6 Jahren sein. Ich schau mal ganz kurz auf die Hülle. Ja, ab 6 steht da drauf. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Was ist denn das für ein Tipp? Wow! Das sieht wie ein Strudel aus. Strudel können dafür genutzt werden, Entfernungen schneller zu überbrücken. Oder an Orte zu gelangen, die sonst nicht erreichbar sind. Oha. Wow, diese Soundeffekte. Zack. Oh, und da hat er hier wieder... Ne? So, ich räume hier einfach mal auf, ne? Kennt ihr ja alles. Dieser Strudel. Das ist irgendwie ziemlich dämlich, weil da muss man dann immer hin und her und... ja... Ich wollte gerade eben nochmal in den Strudel. So habe ich es, genauso wollte ich haben. So. Ich mach mal hier ein bisschen. So. Aha, da oben. Zack, in letzter Sekunde, also. So, und jetzt wieder hier drüben. Und ich nehme an, dass wir gleich, dass der gleich... Ah, ich hab's gewusst, ich bin so klug. So, zack. Und du jetzt, ihr beide dürft jetzt auch noch in die ewigen Jagdgründe eingehen. Hier. So, viel Spaß. Und nach da oben geht's jetzt gleich weiter. So. Oh je, ich ahne Schlimmes. Zeit ist nun der Schlüssel. Du musst so schnell wie möglich alle Eier zerstören, bevor sie sich teilen können. Falls du das nicht schaffst, musst du das Rennen von vorne beginnen. Tipp:
Nutze den Raketenantrieb. Alter, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ernsthaft. Wow, das ist ja scheiße knapp, du. Aber ich bin so gut und hab's hingekriegt. Wow, und schon die nächste Bucht. Wow. Amazonas betreten verboten. Wir machen hier nur illegale Sachen, fällt mir auf. Dieser Regenwald sieht heimtückisch aus. Selbst diese Kraken scheinen anders zu sein. Ja, die sind irgendwie jetzt komisch eingefärbt. Nein, nicht. Oh, das war dumm. Bing. Hey, die können sich ja bewegen. Das ist ja... saumies. So. Aber wenn... oh Mann, das ist ja... oh Mann. Ich will gar nicht wissen, was da noch so dazukommt, wenn es dann hier schon so fies anfängt. Aber wenn die anderen Kranken sich nicht bewegen können, wie können die dann überhaupt leben? Ich frage mich, wie das dann alles funktionieren soll. Ich meine, die müssen ja auch irgendwie an ihr Essen kommen und... Fragen über Fragen, die wohl niemals beantwortet werden. So. So. War jetzt ziemlich unöko, nomisch oder logisch. Egal. So. Bucht 18. Klingt wie so eine Band irgendwie. Also ich würde mir die CDs von denen kaufen. So. Zwei auf einen Streich. Und nochmal zwei auf einen Streich. Fasst es ja nicht. So, und... oh, das ging jetzt wirklich schnell und... wir haben keinen Sprit mehr. So, hey, das ist doch... dieses lustige Anfangsbild gewesen. So, jetzt sind wir in Bucht 19, tippe ich mal. Boah, ich bin so gut. Die Musik, das ist aber auch meiner Meinung nach Ohrwurm-Charakter. Diese Basslinie einfach. Der Hammer. So, und weg mit dir. Und da oben ist wieder so ein lustiger Strudel, an den wir nicht rankommen können. Aber diese Insel hat in der Mitte so ein Loch. Ich nehme an, da bekommen wir dann später auch noch was dafür. Ich will dir jetzt nichts spoilern, ne? Also, ich weiß natürlich, was es da gibt, aber... hm? Ich denke damit... so, zack, bumm. Ah. Das ist immer voll dämlich, wenn man gerade von der Krake wegschwimmt und die sich dann in diesen Kokon einhaut. Ja, beinahe hätte die Krake mich gehabt, aber dann hat sich überlegt, nee, dann schwimme ich zurück. Weil es auch Sinn macht. So, ihr beiden lustigen Kraken, dann verpuppt euch doch mal. Richtig. Los! Ja, eigentlich hat... okay, es hat es jetzt nicht gebracht. So. Oh, das war schon die... ah, die... diese Bucht ist jetzt auch schon zu Ende. So, in der nächsten Folge, Session, Schrägstrich, geht es dann auch weiter mit dieser nächsten Bucht, mit Bucht 21 bis 25. Das wird doch ein wunderbares Abenteuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt. Ja, und da verabschiedet sich der Trash Game Patrick auch schon wieder. Tschüss, bis zur nächsten Folge.